Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir testen heute den nächsten Somo für euch. Heute geht es um den Strong Passion bzw. den Strong Pass. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit dem Strong Passion. Leute, wie immer, erstmal vorneweg ein paar Eckdaten. 200 Gramm kosten euch 16,90 Euro, kommen in der gewohnten Somo-Verpackung. Es handelt sich um schwarzen Tabak und wir blenden euch auch direkt mal den Kopfbau ein. Da seht ihr schon die Farbe, ja, wirklich pechschwarzer Tabak, sehr fein geschnitten, extrem klebrig. Was aber definitiv kein Problem ist, weil man das Ganze ja am besten in einem Funnel baut, mit ein bisschen andrücken und so. Und dann ist es auf jeden Fall kein Problem, dass das Ganze schön klumpig ist, ja. Ja, ich finde auf jeden Fall Schnitt und Feuchtigkeit gelungen, lässt sich sehr angenehm bauen in den Funnels und funktioniert auf jeden Fall top. Was soll das Ganze sein? Der Name sagt es ja schon, Strong Passion, das ist eine Passionsfrucht mit dieser typischen Minznote, die man schon aus der Strong Line von Somo kennt. Ja, ich würde sagen, ihr guckt euch ein wenig den Rauch an und der Warren kommt schon mal zum Geruch. Ja, Passionsfrucht auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall noch etwas dabei, etwas sehr, sehr Frisches, eher Kühles. Gefällt mir ziemlich gut, riecht auf jeden Fall sehr intensiv, ist aber nicht so eher wie gewohnt, wie man es einfach von anderen Tabaksorten kennt, dass der halt eher süß und so ist. Ich finde den eher herber, also er hat auf jeden Fall so eine herbe, beischwingende Note, die aber gar nicht störend ist. Also man weiß auf jeden Fall, ja okay, das ist jetzt eher so eine ungesüßte Passionsfrucht. Gefällt mir ziemlich gut und ja, Vorfreude aufs Rauchen auf jeden Fall am Start. Ja, also auf jeden Fall Passionsfrucht, man riecht das ganz klar raus, riecht relativ natürlich, aber trotzdem mit einer schönen Süße und auch einer sauren Note. Ihr habt eine frische Note am Start, die aber jetzt weder in eine Pfefferminz noch in eine Mentholnote per se geht. Es ist einfach, als ob die Frucht irgendwie auf Eis liegen würde. Ich weiß, wir benutzen das oft, um das auszudrücken, aber genauso kommt es auch einfach rüber. Also ihr habt, wie gesagt, keine Pfefferminznote oder ja, Mentholnote oder sowas. Es riecht einfach schön frisch, schön fruchtig, schön säuerlich, wie so eine Passionsfrucht auch eben sein soll. Aber mit so einer süßen Note. Ich würde sagen, ich mache auch direkt weiter mit dem Geschmack. Da ist diese süße Note ein bisschen mehr im Hintergrund. Ich finde sie nicht so krass wie im Geruch. Was mich aber auf keinen Fall stört, weil was da noch bleibt, ist einfach eine sehr leckere, aber authentische Passionsfrucht. Ich finde gerade so beim letzten Ausatmen ist es so authentisch wie keine andere Passionsfrucht, die ich kenne. Ist wirklich extrem gut umgesetzt. Es ist schwarzer Tabak, wie ihr schon gesehen habt und wie wir schon gesagt haben, aber ist auf jeden Fall jetzt nicht übertrieben stark. Ich würde euch das Ganze vielleicht jetzt nicht in einem Apo oder in einem Tonkopf empfehlen, aber wenn ihr das Ganze in einem Funnel baut, geht es auf jeden Fall klar. Also ich habe hier keine Nikotinflashes des Übergrauens oder sowas. Geht auf jeden Fall fit und ich finde ihn extrem lecker. Ja, gerade den Punkt, den du angesprochen hast, baut ihn lieber im Funnel. Ich habe letztens es versucht, mal mit einem Tonkopf mir einen Kopf zu bauen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste ihn nach 5 Minuten ausmachen, weil er einfach viel zu stark war und ja, Nikotinflash des Todes. Also ich hatte schon lange keinen so heftigen Nikotinflash mehr. Definitiv also im Funnel bauen. Jetzt zum Geschmack auf jeden Fall weiterhin sehr lecker, sehr authentisch, sehr natürlich. Also das ist auf jeden Fall für die Leute, die etwas haben wollen, ohne diese extreme Süße, ohne dieses extreme aufgeputschte Fruchterlebnis, ist es auf jeden Fall echt geil. Ich muss auch sagen, mir gefällt er ziemlich gut und deshalb haue ich auch direkt die Sterne raus und ich gebe dem Tabak die 9,5 Sterne. Ich finde ihn unheimlich lecker und ich werde ihn auch safe wiederholen, weil ich es einfach echt lecker finde. Ja, da hast du mich perfekt abgeholt mit der Sternebewertung, weil bei 9,5 schließe ich mich direkt an. Es ist einfach der beste Passionsfrucht-Tabak, den ich kenne. Ich würde mir fast wünschen, dass er ein Ticken süßer ist, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich geiler kommen würde, aber ich würde es mir so wünschen beim Rauchen. Ich glaube, wir sind einfach das nicht gewohnt. Wir sind es nicht gewohnt, ja, dass es eben so natürlich gehalten, ja, ist. Also gerade so, wir sind halt eher gewohnt, so brutale Süße, brutal, ja, sauer, brutale Minze. Ja. Aber genau das ist er halt eben nicht.
Ja. Was halt aber auch irgendwie ziemlich geil ist. Ja, und ich muss auch sagen, eine Passionsfrucht an sich ist halt auch einfach keine krass frische, süße Frucht. Ja, es ist halt auch eigentlich eher was Säuerliches. Und ich finde, das holt der so gut ab. Und ich kenne wirklich, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass ich keinen Tabak kenne, der authentischer nach dem schmeckt, was drinne sein soll. Ja. Also ich finde, diese Passionsfruchtnote ist brutal. Lasst euch definitiv nicht davon abschrecken, dass es schwarzer Tabak ist, weil ihr kriegt kein Nikotinfleisch des Grauens. Er geht auf jeden Fall fit. Und ja, 9,5 Sterne auf jeden Fall für den Strong Pass bzw. den Strong Passion von Somo von der Shisha WG. Wir hoffen wie immer, dass euch das Review gefallen hat. Sollte das so sein, gerne Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao. Thank you.